Hallo, ich bin Bea von der Tollerbox und ich erzähle euch mal ein bisschen, was uns ganz besonders wichtig war bei der Entwicklung der aktuellen Box Handschrift. Warum wir das gemacht haben. Es gibt wahnsinnig viele Kinder, die Probleme mit der Handschrift haben. Sie hassen Schreiben, es hemmt sie, sie finden das überhaupt nicht witzig. Und da haben wir gedacht, wir machen mal was dagegen und zwar auch gerne im Vorfeld. Das heißt, die Box ist auch für Kita-Kinder gedacht, denn es geht ja nicht um die richtige Handschrift für die Schule, sondern schlichtweg um Spaß am Schreiben. Was uns dabei wichtig war, wir haben das auch mit dem Institut für Schreibmotorik zusammen entwickelt, dass wir Spiele machen, die den Schwung aus der Hand fördern, die den Kindern die Freiheit geben, ihre Hand beim Schwung zu erleben. Und zwar, ich erzähle euch mal die Theorie, ich will jetzt nicht die Box auspacken, das haben wir auch schon mal gemacht. Was ist das wichtigste Thema beim Schreiben? Eigentlich, dass man sich nicht verkrampft und dass man Spaß am Geschriebenen hat, aber auch an dem, was auf dem Papier entsteht. Kinder zeichnen gerne, die meisten von ihnen. Das heißt, wenn sie einfach frei kritteln dürfen, finden sie es ganz toll. Und plötzlich passiert Folgendes. Kinder bekommen einfach eine Begrenzung. Kennt ihr diese Striche, in denen man die Kinder schreiben müssen? Habt ihr eigentlich auch schon mal probiert, in diesen Strichen so zu schreiben, wie es in der Schule abverlangt ist? Was passiert in dem Moment? Plötzlich muss man da ein schönes A hier reinschreiben. Nee, da fängt man mit dem Ding an. Schon falsch gemacht. Also Strich, A. Und plötzlich, guck mal hier, seht ihr diese Spannung? Das fühlt sich doch nicht gut an. Wenn ich normal schreibe, A, ganz andere Haltung. Jetzt werdet ihr sagen, weil ich das gelernt habe. Aber eigentlich ist das eine extreme Begrenzung. Und den Kindern am Anfang ihres Schreibens, sie so zu zwingen, völlig sich in diesen Linien zu begrenzen, ist eigentlich das komplett Falsche. Was tut den Kindern gut? Womit können sie das Schreiben am besten lernen? Mit allen Sachen, die einfach ihre normalen Schwingungen der Hand entsprechen und wo sie es lernen, die Hand einfach auf einer natürlichen Frequenz zu schwingen. Was könnt ihr mit euren Kindern am besten machen? Natürlich die Tollerbox spielen mit unseren Spielen da drin, die Schwingstummbälle oder unser Stifterrennen, die verhelfen dazu, dass man das ganz frei schwingt und so weiter. Wenn ihr ganz einfach mit euren Kindern das Thema Schreiben machen sollt, bleibt bei ihrem guten alten Spiel so tun, als ob. Sprich, schreiben, indem sie ganz viel kritzeln dürfen, indem sie ganz viel Schwung machen können. Das heißt, solche Schwungbewegungen. Immer cool. Immer mal runde Teile machen. Aus dem freien Gelenk heraus. Und ihr könnt ja auch lauter Spiele machen, wie das ist. Zum Beispiel, ich habe mit meiner Tochter früher ein gemeinsames Spiel gemacht. Das nennt sich, wir machen einen Schwung nach dem anderen. Das heißt, wir haben ein Blatt genommen und jeder hat mal einen Schwung gemacht. Zum Beispiel, der eine hat so gemacht, der andere hat so gemacht, der andere ist dann nochmal wieder mit einem anderen Schwung gekommen. Und was dabei entsteht, ist ein freies Muster. Da kann man sich wieder Buntstifte nehmen und das Ganze auch jeweils anmalen. Und das sind alles Übungen, die Spaß am Schreiben machen, die Hand nicht verkrampfen und auch innerlich den Geist nicht verkrampfen nach dem Motto, Schreiben, das ist sowas, was mich einschränkt. Damit könnt ihr eurem Kind helfen.